Am 17. April 2012 sagte Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Pressekonferenz mit dem damaligen Präsidenten der EU-Kommission José Manuel Barroso, dass in der EU die nationalen Identitäten störten und diese mit der Zeit abgebaut werden müssten. Dies begründete der Bundespräsident damit, dass die einzelnen Staaten nicht die wirtschaftliche und politische Durchsetzungskraft hätten wie ein vereintes Europa. Auch sagte der Bundespräsident, dass man künftig in der Außenpolitik der EU gemeinsame Elemente haben werde, über die dann gemeinsam durch die EU entschieden werden müsse. Eines dieser Elemente sind die Flüchtlinge, die kontinuierlich nach Europa drängen. Ein weiteres, nicht unwesentliches Beispiel für die Entnationalisierung Deutschlands ist, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt mit der neuen Imagekampagne den Namen Die Mannschaft trägt und die Nationalfarben aus dem Logo entfernt wurden. Das Ziel vieler Politiker ist also klar der Abbau der nationalen Identität. Dies wird bereits umgesetzt, ohne dass der Bevölkerung dieses Vorhaben zum Beispiel durch die Medien öffentlich vorgelegt wird. Welche Auswirkungen wird die Entnationalisierung, welche durch die derzeitigen massiven Flüchtlingsströme nach Europa beschleunigt und begünstigt wird, für uns und global gesehen haben? Sehen Sie dazu im Anschluss unseren Dokumentarfilm Nazis als Waffe gegen hinderliches Nationalbewusstsein, in dem wir umfassend erläutern, wie und warum diese Entnationalisierung so penetrant vorangetrieben wird. Nazis als Waffe gegen hinderliches Nationalbewusstsein. Das Aufdecken von Bemühungen um eine neue Weltordnung mit ihrer Einweltregierung galt so lange als wirre Verschwörungstheorie, bis das deren Vorhandensein durch den Mund ihrer Betreiber selbst unwiderlegbar zutage kam. Die Architekten dieser neuen Weltordnung nennt man auch Globalisten. Warum Globalisten? Aus dem schlichten Grund, weil es im Denken jener Menschen, die am einen Weltstaat arbeiten, keine typischen Nationalitäten mehr geben darf. Nur noch eine Regierung soll über die ganze Welt herrschen. Die Welt soll nicht mehr in klassische Nationalstaaten, sondern gleichsam in Weltdistrikte aufgeteilt werden. Jedes traditionelle Nationalbewusstsein wird im Lichte solcher Ideologen zum Feind, zum Hindernis ihrer globalen Heilsidee. Wer entgegen deren Weltherrschaftsplänen dennoch an seinem Nationalbewusstsein, noch schlimmer, seinem Nationalstolz festhält, wird gleichsam zum gefährlichen Feind. Wie aber beseitigt man Nationalbewusstsein? Wo doch das Nationalbewusstsein eine jahrtausendalte Tradition hat. Noch schwieriger, wie bezwingt man Nationalstolz, wo er sich geradezu als Naturtrieb im Menschen zeigt? Ganz einfach, man verteufelt ihn. Man bringt der Welt bei, dass alle Kriege der Vorzeit vorwiegend im Nationalbewusstsein und Nationalstolz wurzeln. Man verschweigt dabei vorsätzlich die wahren Ursachen vergangener Kriege, nämlich all die niederen Machtinteressen, die satanischen Triebe der Hab- und Herrschsucht und dergleichen. Weil den Architekten der neuen Weltordnung einzig ihre eigene Version von Religion als künftig legitime vorschwebt, muss die Schuld vergangener Kriege natürlich auch noch in endlosen Religionskonflikten wurzeln. Mit dieser Masche der Verteufelung bringt man sehr schnell viel Volk hinter sich. Weil die Menschen gerne ihren Frust und ihre aufgestaute Wut an ausgemachten Sündenböcken auslassen. Weil es ein Ding der Unmöglichkeit ist, auf Anhieb ganze Nationen oder große Religionsgemeinschaften zu verteufeln, beginnt man im Kleinen. In der Religion ist das die Sektenhetze. Man nimmt irgendeine wehrlose religiöse Randgruppe, kocht eine Schwachstelle zu einem Skandal hoch, indem man sie mit religiös getarnten Terrorgruppen wie etwa der Al-Qaida und dergleichen in einen Topf wirft. Dabei betont man unablässig die grundsätzliche Gefahr von Religion und stellt darüber hinaus
allerlei Kriege der Vorzeit in dasselbe Licht. Dies tut man so lange, bis die Religion als Grundübel fast aller Kriege der Vorzeit ins Volksbewusstsein gelangt ist. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Weil es ein Ding der Unmöglichkeit ist, auf Anhieb den Nationalstolz ganzer Nationen zu verteufeln, beginnt man auch hier im Kleinen. Wie das praktisch aussieht, kann man diese Tage wieder in der Zeitung USA Today nachlesen. Dort steht mit großen Lettern im Übertitel: Ukrainisches Freiwilligenbataillon Azov voll mit Nazis. Ein paar Zeilen weiter unten steht dann in Kleinschrift, dass das Azov-Bataillon freiwillige Kämpfer angeworben habe, die sich selbst als Nazis bezeichnen. Das ist natürlich schon mal etwas ganz anderes. Der Chef der Schatten-CIA, George Friedman, offenbarte in seiner Stratfor-Rede vom Februar 2015, dass die USA genau solche Aktionen seit über 100 Jahren durchführen, um ihre Rivalen zu destabilisieren. Bin Laden war solch ein klassischer Fall. Bin Laden wurde nachweislich von der US-Regierung, sprich der CIA, ausgebildet und in Szene gesetzt. Seine Show galt schwerpunktmäßig der Beseitigung von Religion und der Einführung von Überwachungsgesetzen. Am gleichen Schwerpunkt arbeitet derzeit die Terrorgruppe Islamischer Staat, sprich IS, weiter, die im Namen fundamentalistischer Religion mit nie dagewesener Brutalität Zivilisten abschlachtet, Pastoren köpft, Blut ohne Ende vergießt. Doch die Religion ist nur der strategisch instrumentalisierte Vorwand. In Wahrheit geht es sowohl bei Al-Qaida als auch bei ISIS und vielen anderen einzig und allein um planmäßig instrumentalisierten Terrorismus, um Lohnterrorismus. Die IS bezog ihre Berufung und Waffen als Lohn ja bekanntlich von den USA. Das hat mit wahrer Religion null und nichts zu tun, da nachweislich in jeder großen Religion als oberste goldene Regel gilt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Fanatisierte Gruppierungen dagegen gibt es dabei prinzipiell auch auf allen Ebenen des Menschseins. Angefangen bei den Fußball-Hooligans auf jedem Fußballfeld. Solche mit gewöhnlichen Bürgern gleichzusetzen, wäre ebenso verfehlt wie exzentrische Terrorsekten mit gewöhnlichen Religionen oder Glaubensgemeinschaften gleichzusetzen. Es gilt daher, die strategische errichtete Verbindung von Religion und Terrorismus unbedingt wieder aufzulösen. Dasselbe gilt im Hinblick sogenannter Nazis. Wer im Namen des Nationalismus Terrorismus verübt, ist und bleibt ein Terrorist und nichts anderes. Warum dies? Weil er den Begriff Nazi nur als Deckmantel und Vorwand verwendet. Jeder echte Nationalist mag sich für seine Heimat wehren, seine Familie und sein Haus bei einem Angriff mit der Waffe verteidigen. So wenig aber Religion und Terrorismus etwas miteinander zu schaffen haben, so wenig hat ein echter Nationalist etwas mit Terrorismus zu schaffen. Weil Globalisierungskräfte jeden Nationalstolz und jedes Nationalbewusstsein beseitigen wollen, bringen sie dieselben beharrlich mit Terrorismus in Verbindung. Das ist ihre Strategie. Kurzum, der alles globalisierende Nationalfeind schleust allerorts seine als Nationalisten getarnten Lohnterroristen ein, lässt diese auf Frauen, Kinder und Bevölkerung los. Sie selber bezeichnen sich als Nazis, obgleich sie in Wahrheit keinerlei nationale Interessen haben. Sie sind Terroristen, selbstsüchtige Menschenmörder und Diener derer, die derzeit jegliches Nationalbewusstsein und jeglichen Nationalstolz brechen und beseitigen. So wie jeder echte Religionsvertreter seine Mitmenschen liebt und diese nicht bekämpft, so liebt jeder echte Nationalist seine Nation und bekämpft sie nicht. Es gilt daher, diesen strategischen Kriegsbegriff Nazi wieder von jeglichen lauteren Nationalbewusstsein oder Nationalstolz zu trennen. Nationalbewusstsein zu haben, ist und bleibt keine Sünde.
Nationalstolz zu haben ist und bleibt ein Teil des menschlichen Naturtriebes. Einen Menschen wegen seines Nationalbewusstseins Nazi zu schimpfen, ist und bleibt ein Verbrechen. Was hier über die Verteufelung von Nationalbewusstsein und Religion gesagt wurde, gilt auch für alle übrigen Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen. Wo immer mit anderen Worten etwas öffentlich verteufelt wird, gilt es dasselbe kritisch zu beleuchten, zu hinterfragen und das wahre Motiv dahinter offenzulegen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.